So, willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Together Desilingua. Ja, ich wollte mich ja auf den Weg zu Michael machen in der letzten Folge, nach Osten. Ich hatte ja schon alles gefunden. Ja, ich hatte ja die Aufnahme beendet. 2 Minuten später oder 3 Minuten später irgendwie habe ich mich mit ein paar Zombies angelegt. Das Zombie hat mich dann ziemlich gut erwischt. Ich war K.O. und der hat mich dann weggesnackt und dann bin ich gestorben. Nicht so schlimm, weil ich bin gerade hier irgendwie rumgelaufen, bin in eine Stadt rein, da lag ein Typ in so einem Geräteschuppen, möchte ich es mal nennen. Den wollte ich mir dann angucken, weil der hatte halt Zeug, der hatte eine Winchester, die habe ich jetzt hier, wie man unschwer erkennen kann. Ich konnte den aber nicht gucken und irgendwie, ja, komisch, habe ich geguckt. Man kann dann den Puls checken bei Leuten, die K.O. sind. Der Puls war stark, Puls war strong. Also hat der Typ noch gelebt. Neben dem Typen lag eine Axt auf dem Boden, die habe ich mir dann genommen. Ich hatte ja noch nichts und, ja, Arsch wie ich bin, habe ich dann halt mit der Axt ein bisschen auf ihm rumgeholzt, ne? Jo. Machen dann Rauch, von daher dürfen wir das auch mal machen. Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Und, ja, jetzt habe ich sein Zeug. Wie man sieht, schon wieder relativ gutes Zeug eigentlich. Ich habe ein bisschen was zu essen. Ich habe leider jetzt keine Karte mehr und keinen Kompass. Ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich habe zwar keine Anzeige hier oben rechts, es steht nichts im Debug-Monitor drin, aber ich habe den Banditen-Skin. Ich bin jetzt ein böser, böser Bandit. Aber ich habe hier eine deutsche Uniform an, sehe ich gerade. Ja, bösen, bösen Deutschen. Ja, ja, ganz toll. Super. Hätten sie auch alle anderen nehmen können. Wieso? Ey, Amis. Wir sind nicht böse. Manchmal. Wir wollen doch nur spielen. Genau. So, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. Jetzt mittlerweile nehme ich schon auf der dritten Platte auf. Ich habe irgendwie um die... Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen wir jetzt schon wieder zusammen haben. Ich glaube, wir haben knapp 10 Folgen schon wieder zusammen. Also das ist schon echt heavy. Wir haben heute hier den ganzen Tag Desilingua gespielt. Und ihr seid eigentlich mit dabei die ganze Zeit. Aber der Timmy kann auch jetzt seinen Status mal erzählen, was er jetzt gerade so macht. Ach so, ja, genau. Das ist auch interessant. Genau, ich muss ja nicht immer von mir erzählen, ne? Weil wir haben schon vor einer geraumen Zeit eine Bus gefunden in einer Genau, das haben die Leute ja mitgekriegt. Das war ja in den anderen Folgen. Da hatten wir den Bus gefunden mit Michael zusammen und so weiter und dann hin und her gefahren und versucht, einen Ural zu reparieren. Ja. Diese Operation ist jetzt wieder im Gange, weil ich bin schon seit ungefähr knapp einer Stunde hier erstmal planlos durch die Gegend gerannt, aber mittlerweile habe ich halt wieder einen Plan gehabt. Wusste, wo ich war, bin dann auch straight wieder hin. Da wollte ich dann eigentlich zu unserer alten Stelle, wo der Ural dann auch stand. Ich meine, ihr kennt ihn ja auch, ihr habt es ja gesehen. Ja, was kommt mir da entgegen? Beziehungsweise, was war da auf dem Weg dahin? Der Bus, den wir hatten. Genau. Unser Fahrgefährt, der Bus ist wieder da. Ich bin wieder in der anderen City, wo wir vorher gestorben sind. Hier schreit gerade jemand panisch rum. Warum auch immer, halt die Fresse dahin. Hier ist nichts los. Ja, habt ihr nicht gehört, das war ein Piep, ne? Und so, genau. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte was wieder. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hier schreit immer noch jemand rum. Der hat immer noch Schmerzen rum. Ich glaube, ich hätte. Oder so. Ich bin mir überlegen, ob ich die Typen da oben auf dem Podest lösen soll. Aber nicht. Oder wie? Nö, mach ich nicht. Weil. Lass ihn einfach mal leiden. Die sind ja nett. Wir fahren einfach mal weiter. Da sind Urlauber. Verdammt. Zombie-Urlauber. Hier ist, wie gesagt, Nein. Fall um. Komm, Puma. Wie die zum Missy spawnen? Gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir hier schön gepult gerade. Moment. Fritt getroffen. Hallo, Fetzen. Wir fahren wieder raus. Aus Benio. Genau, Benio war's. Diesmal haben wir es gesehen. Diesmal verbinden wir uns. In der letzten Aufnahme habe ich ja irgendwie 3-4 Minuten nicht gemerkt, dass ich geblutet habe. Jo. Jetzt habe ich wieder an einem großen Ölfeld hier. Da bin ich angefangen. Upsala. Da bin ich angefangen. Das ist auf der Karte. Jede Menge auch Pumpen drauf, und so ein großer Turm. Keine Ahnung. Naja, das ist auf der Karte auch drauf, das Airfield. Ach, das Airfield. Das Pumpe. Ölfeld meine ich doch. Ja.
Ich finde nichts zu essen, ich glaub's nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht, nur was zu saufen. Oh Menno, der Tank ist auch kein Reifen, gibt's doch nicht, ey. Und langsam wird's echt eng bei mir. Ich hab mich keinen Kontakt mehr. Immer noch keine Feuerzeuge. Aber dafür jeden gezogen. Kleiner Tipp am Rande, wenn euch jemand den Bus klauen sollte oder mal versucht zu klauen, ihr habt keine Chance hinterher zu räumen, der heizt so ein. Ja, der ist echt schnell. Ja. Echt übel. Boah, Zombie macht voll den Sound hier. Das ist eine riesengroße Brücke. Ja, ey. Okay. Bin ich zum Henker, ey. Was für eine Pampa bist du? Hab ich doch vorhin noch gesagt. Oh. Ja, das ist aber so eine weit verstreute Stadt ist das hier. Aber richtig weit verstreut. Hi Zombie. Tschüss Zombie. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Toll, der Zombie kommt hinter uns. Ja, der Zombie kommt hinter uns her. Scheiße. Verdammt. Der Zombie kommt hinter uns her. In die Wohnung rein. Krass. Verdammt. Das gehst du. Ich dachte, da kommt ein anderer Spieler. Nein, das ist das Zombie. Also der Zombie kommt gerade stumpf hinter uns hergelatscht hier. Auch nicht schlecht. Ja. Ups. Super. Morgen Abend werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit damit verbringen, die Folgen vorzubereiten. Weil sonst kriegen wir die nicht online. Die ganze Folge, keine Chance. Sonst wird das wohl schwierig. Mit Rendern und so weiter. Die ganzen Folgen alle rendern. Boah, das dauert, glaube ich, pro Folge irgendwie eine halbe Stunde oder noch länger. Dreiviertel Stunde, knappe Stunde. Soll ich mal aufnehmen? Ja. Bin ich. Was ich hab. Ja. Ja, aber ich glaube, wir machen jetzt auch heute die Folge noch, hier die Episode noch und dann machen wir erstmal. Höre ich erstmal auf aufzunehmen, weil wir haben schon echt viele zusammen. Das sind mit Sicherheit schon knapp 10 oder so. Ja, und wir müssen halt auch nachkommen. Ne? Wir haben halt, sobald wir wieder was Tolles haben, wie auf Tschernarus, da ist ja auch der große, das große Ziel, mal wieder ein Auto zu finden. Das ist übrigens in Tschernarus wesentlich schwieriger. Also hier in Lingua habt ihr ja mitgekriegt, habt ihr alle gesehen. Ja. Man findet ständig Autos irgendwie, komischerweise. Ja. Und keine Feuerzeuge. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, was Tim aber auch schon gesehen hat, ist ein Hubschrauber. Der steht hier anscheinend auch irgendwo rum. Am Airfield wird immer noch tierisch rumgeheizt, haben wir ja mitgekriegt. Toll, die Wohnung hier ist leer. Die sind leer, die Wohnungen hier. Toll. Scheiße. Verdammt. Hallo, warum? Ich brauche noch einen Kompass. Ohne Karte. Boah, voll toll. Ja, halt echt ganz langsam knapp in mir. Ja, wie gesagt, also Autos, hier kommt man auf jeden Fall schnell ran an Autos, definitiv. Wir waren ja schon so dabei, uns ein zweites zusammen zu klöppeln oder aufzurüsten vom Bus auf den Ural. Tim versucht das ja gerade immer noch. Oder mal ich wieder. Ich bin mittlerweile bei der zweiten City, wo wir umgeholzt wurden. Achso. In der Hoffnung, dass ich da noch was finde. Oh, Winchester. Ah, hab ich schon. Ja, ich hab auch eine. In der Hoffnung, dass ich nicht umgehauen werde. Ich habe eine M16A2, ich habe eine Uzi, ich habe Handgranaten, Rauchgranaten. Hast du einen Militärlager bis an die Zähne? Ich habe eine AK-74 mit Munition, jede Menge in der Tasche, aber kein Feuerzeug und kein Blut und nichts mal was zu essen. Scheiße. Ich finde nichts zu futtern. Ach ja, und zu saufen habe ich jede Menge. Ich will ein Schwein umbringen und dann ausluten und dann grillen. Was ist das für eine Stadt hier? Viktorien. Viktorien. Nee, nicht. Okay. Ich glaub, das kann ich bin K.O. Nein, die Zombies haben mich schon wieder K.O. geschlagen. Ah, die Uhr geht aber ein bisschen schneller rum. Boah, jetzt schnecken sie mich zu zweit weg hier. 8000 Blut, 7800 Blut, 7400. Uhr, lauf schneller ab, los! 3000, 6300. Kann das sein, dass das eine Elend bitte da nichts ist? Ah, leg an! Du! Hallo, heute noch. Hallo. Danke. Was ist das zweite Zombie? Keine Ahnung. Ah, verbinden. Da kommt das nächste Zombie.
Moment noch, ich verbinde ja, mich auf gerade. Dem Server, wo wir spielen, boah, ist Lingua Island auch sehr schwer. Yeah. Beziehungsweise die Zombies machen böse, böse Schaden hier. Oh, Junge. Und wie gesagt, Blutpacks und so zu finden hier auf Lingua ist Glückssache. Da musst du dich echt auf die Nahrungsmittel, boah, die die Natur dir gibt, angewiesen. Ja. Also primär ist es ganz wichtig, erstmal den Stuff zu finden, um dich Schnitzel zu braten. Damit du dich überhaupt irgendwie ansatzweise versorgen kannst. Boah, leck. Mama mia. 3700 Blut habe ich noch. Nein! Schande. Und ich habe jetzt 13 Kills. Ah, so schnell kann es gehen. Habt ihr gesehen, ne? Eine kleine Information an die Entwickler. Wenn man Reifen braucht, sollten auch welche spawnen. Das wäre echt nett. Was sollen die denn wissen, dass du einen Reifen brauchst? In dem Moment? Ja, ich brauche halt jetzt gerade einen. Ah, Feuerzeuge sollen spawnen. Ja, lieber Entwickler, ich hätte gerne einen Bloodpack. Ja, genau. Dann musst du zum Airfield gehen, da wo rumgeholzt wird. Ja, vielleicht super. Ich habe hier gerade mega Schlier und Herzschlag technisch und so. Versuche ich gerade hier in die Hütten zu kommen, aber hier ist nix. Verdammt, hier ist kein Loot irgendwie gerade. Bei mir auch gerade nicht. Ach, Menno. Ich brauche jetzt aber was. Ich spawne noch nicht mal Zombies. Ich renne hier durch die Stadt und hier ist keiner. Dann ist auch kein Loot da. Irgendwie in der Tasche hatte ich doch was. Ja, kein Zombie, kein Loot, ich weiß. Gucken, ob das was bringt. In der Kneipe? Hallo, Kneipe? Ein Bier bitte. Ja, ein bisschen, jetzt hat er. Zittern hat auf jeden Fall zittert nicht mehr ganz so stark. Painkiller genommen, jetzt kann ich wenigstens wieder zielen. Oh Mann, ey. Oh lol, hier liegt ein Alice-Pack. Schön. Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Als ich hier reingelaufen bin gerade. Ja. Mal eben meinen Rucksack aus. Da ist ja noch. Zwei Malkannen sind da noch drin. Die wollte ich schon ganz gerne mitnehmen. Kriegen wir hin, das kriegen wir gemanagt, das ist kein Problem. So, und dann nehmen wir das Alice-Pack mit. So. Danke. Jo, Alice-Pack gefunden, cool. Schön. Ich habe aber sonst nichts. Ja, oben nochmal in die Villa rein, eigentlich, wo ich eigentlich rein wollte. Sondern hier, liegt hier irgendwas, können wir was erkennen? Ne, liegt nichts. Ja, weiter geht's. Ja, so schnell kann das gehen hier auf Lingua, ne? Kann ja auf Tschernarus auch passieren, aber dass auf einmal so viele kommen. Also die Winchester ist aber nicht mehr so leise wie früher, glaube ich. Da kamen auf einmal Zombies angerannt. Die sind aus der kompletten Umgebung hier, die. Ah, ich höre schon wieder einen Zombie. Oh Mann. Nee. Das ist voll die Geisterstadt, ey. Hier ist gar nichts. Geil. Ja, ich hab Reifen hier. They're driving a fishing boat. Are you driving a oval? Ja, wo ist denn das Zombie? Ich wollte aber hier in die Hütte eigentlich. Da ist nein, er. Nein, ich fahr kein Wall. Da ist er. Ah, ist ein Militärzombie. Oder so. Hallo. Oh lol. Jetzt dreht er sich auch in meine Richtung um. Ja, komm. Bim. Warum spawnt denn jetzt hier nichts? Ey, gib mir Loot, Mann. Schon wieder also ein Buggy hier oder was? Ich hab keine Ahnung, ich hab hier auch gerade keinen Loot irgendwie. Ich bin jetzt sämtlich. Die Stadt ist riesengroß wieder und hier ist nichts. Na toll, kein Zombie, hier ist eine Befestigung mit komischen Sandsäcken und so weiter. Also die gehört schon hier zu, aber. Ne, hier ist schon wieder auch. Hier ist auch nichts drin. Natürlich gucken, dass wir hier nicht runterfallen unbedingt. Jo. Da, eine Axt, die ich nicht brauche. Achso, das ist mal. Mein Gott, man erkennt kaum was. Scheiße. Shit! Hier geht's noch irgendwie hoch. Hä? Was ist? Erzähl. Ich glaube, da haut gerade jemand mit unserem Bus ab. Echt? Ja. Oh, nö! Scheiße. Echt? Ist er weggefahren? Ich glaube wohl. Nee, noch nicht. Wie aber noch ich nicht? Ich höre ihn. Ach nee, so. Noch nicht, aber ich höre ihn. Er ist an. Oh.
Das ist eine Feuerwache. Oh, hier ist eine Feuerwache, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Oh, hier steht ein Bus. Also Busse gibt es wohl anscheinend wie Sand am Meer. Ich habe meinen eigenen. Perfekt. Ah, ich wurde erschossen. LOL. Scheiß. Super. Jo. Hey, wo war denn der Typ? Ich habe keinen Typen gesehen. Der war hinter mir irgendwie. Eieiei, wer schießt da gerade? Im Skype höre ich was schießen. Ich habe den erschossen, der den Bus klauen wollte. Ach so. Marc war das. Oh. Nee. Nein. Ich. Ach, Manu. Verdammt. Ja gut, wenn wir als Bandit rumlaufen. Weg. Ich hab ihn gar nicht richtig getroffen, der rennt nur weg. Wenn wir als Bandit rumlaufen. Ja. Ich hab dich voll in den Kopf geschossen. Ja, und? Ach, Manu. Scheiße. Lol, ich hab einen Gearstand gefunden. Ja, dann war die Aufnahme halt etwas kürzer. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich beende jetzt auf jeden Fall die Aufnahme. Wir machen weiter. Wir spielen weiter Daisy Lingua. Also, wir können es nur empfehlen. Ich denke mal, die nächsten Folgen werden dann wieder Cernerus werden, weil da wollen wir halt auch weiterkommen. Vielleicht zwischendurch auch mal wieder Lingua, mal gucken, dann nehmen wir wieder ein bisschen mehr auf. Aber ja, das war erstmal ein Wochenende Daisy oder ein Tag Daisy Lingua hier. Ich kann es nur empfehlen, es macht echt Spaß. Also ich finde es echt gut. Das ist mal was anderes. Man weiß halt, man kennt die Karte nicht so gut. Man sieht mal was Neues und so weiter und so fort. Also Lingua ist echt schön, muss man sagen. Das ist Daisy Lingua. Vielleicht kommen ja auch noch mehr Daisy Modifikationen raus mit anderen Karten. Es gibt ja noch mehr gute Arma-2-Karten. Mal gucken. Wäre ja ganz cool eigentlich. Und wenn Daisy dann Standalone wird Ende des Jahres, ist ja offiziell angekündigt worden als Standalone-Version. Schauen wir mal, was das alles noch bringt und was das alles noch gibt. Und dann wird es wahrscheinlich auch, denke ich mal, sowieso mehrere Karten geben, die man dann da spielen kann. Jo, wir dürfen gespannt sein. Also wir können Daisy Lingua nur empfehlen. Jeder, der es mal ausprobieren möchte, der von Cernerus die Nase voll hat, weil irgendwann hat man da auch mal alles gesehen und so weiter, also, oder alles gehabt, sag ich mal. Wir haben jetzt zwar noch keine Basis etabliert und so weiter, aber wenn man dann mal was anderes sieht, ist auch ganz schön, finde ich. Also schon auf den Typen, der den Bus klauen wollte, das ist unserer gewesen, mehr oder weniger. Das war sein. Er war unbewaffnet. Ja? Ja. Deswegen sorry dafür, aber... Nee. Wir haben den jetzt schon so lange und ja, das stimmt. Ne? Oh, ich sehe, wo ich bin. Ich bin ganz ganz östlich. Ja, weiß ich. Don't steal another bus when it's gray. And blue. Wir sind ja grau und blau. Die Busse. Deswegen, ja. Der war ja der Bus, den ich da an der Feuerstation stand, der war ja auch blau und grau. Und dann hat mich von hinten einer erschossen. Aber gut, ich bin ja auch als Bandit rumgelaufen. Naja, was soll's. Ja, aber wie gesagt, Daisy Lingua, Leute, probiert es ruhig aus. Es macht echt Spaß. Es ist zwar servermäßig, seht ihr ja, das läuft gerade irgendwie. Ich bin hier seit 3 Minuten oder was am Erzählen und er braucht tierisch zum Laden irgendwie. Ich weiß nicht, ob es hier am Server liegt. Ich habe keine Ahnung, oder ob es im Allgemeinen so ist. Der Server ist ja brechend voll. Der Server ist randvoll. Da sind 50 Leute drauf. Da geht's gut ab. Es macht irgendwie so, macht echt Spaß. Vielleicht machen wir auch noch ein paar mehr Daisy Lingua Folgen und machen danach jetzt wieder Cernerus. Müssen wir mal gucken. Ja, Jungs, mit dem Ural irgendwie, das ist so, ja. Was hat My Bus? Nee, ist auch noch nicht so spät. Wie My Bus? Genau. Ja, so sieht's aus. Also. Achso, der Typ sucht sein Boot. Dieser Bus geklaut. Ich hab den, da war ein Typ, der meinte, das ist der Bus von ihm so, ne? Und ich meine, das war ja unser. Den hatten wir ja gefehlt. So, den hat der Michael ja gefunden gehabt. Schrieb gerade einer, Bus ist weg. Ja. Passiert, ne? Die fahren ja auch mal von alleine weg. Genau. Sieht's aus. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.